Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2, hier bei Heisenberg zockt. Tütüt macht's da. 28 neue Fahrzeuge verfügbar, Halleluja. Ja, nochmal ein paar Lokomotiven, aber halt alle auch irgendwie in der Preisklasse. Sagen wir mal so, ist eher schwierig. Gut, wir sind jetzt aber auch nicht beim Thema irgendwie Lokomotivenkauf, sondern wir müssen mit den Erzen hier arbeiten, beziehungsweise die müssen weg. Man gucke sich das mal an. Heieieiei, da ist im Prinzip der Bahnhof eh schon wieder zu kurz, wenn man es genau nimmt. Gut, lad mal. Jetzt gab es einen schönen Kommentar, nämlich dahingehend, warum nicht einfach das Teil hier zweimal anlaufen, bevor wir dann wieder Baumaterial holen. Das wäre eine gute Idee, dann würden wir die Erze wahrscheinlich wegkriegen. Das Problem ist, was ich da sehe, dass wir dann wahrscheinlich hier hinten plötzlich im Baumaterial ertrinken. Hier beim Bahnhof geht's zwar noch, das sieht man hier, das sind nur 13 Einheiten. Aber das kann gut sein, dass das jemand umschwenkt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, einfach diesen Zug hier klonen. Das wäre am einfachsten. Es wäre aber auch relativ teuer. Auf der anderen Seite, ja, wir sind wieder beim Thema. Ohne Investition werden wir hier nicht mehr viel hinkriegen. Ulala. Ja gut, das hüpft halt. Man sieht, jetzt haben wir hier Gewinn gemacht. Ich würde mal behaupten, wisst ihr was, wir lassen mal probeweise einfach mal schneller laufen. Wir werden jetzt aber auch nicht nach den Zügen gucken, weil das gefällt mir nicht. So, damit wir sehen, was hier unten passiert. Verdienen wir hier tatsächlich Geld, wenn wir sozusagen nicht investieren im Moment. Das müsste eigentlich schon der Fall sein. Man sieht es auch. Wir können, nein, nicht leihen. Zurückzahlen wollte ich nochmal einen Happen. Und dann möchte ich hier nochmal gucken. Wie sieht das genau aus? Ja, wir sind schon so schlecht nicht unterwegs. Aber was haben wir denn hier? Lebensmittel Kämpfelbach. Die möchten hier auch kein Geld verdienen. Aha. Dann der rote Pfeil, der ist relativ neu. Die LKWs Getreide. Ist irgendwie auch interessant. Haben wir da zu viele? Wenn man hier guckt, nö. Überhaupt nicht. Im Gegenteil eigentlich sogar. Busse machen hier Minus. Ja, Busse, die Minus machen, das ist in einem Bereich, da kann man es noch akzeptieren. Allerdings, das ist dann doch irgendwie, dass die alle Minus machen. Das wundert mich dann doch. Guck mal, der Traktor. Hehe, wie cool ist das denn? Die machen Plus. Na, das freut mich jetzt, weil Traktoren wären jetzt hier eigentlich gar nie geplant gewesen. Das ist jetzt nicht, was ich als wirtschaftlich bezeichnen würde, aber man sieht, das funktioniert tatsächlich. Ja gut, aber er hier, bevor wir jetzt hier zum, sagt's mir, zum Erz kommen, weil der Zug macht Plus, das ist klar, aber das gefällt mir hier natürlich trotzdem nicht. Werden wir mal schauen, was er hier für ein Problemchen hat. Wir gehen nachher wieder zum Erz zurück. Also, er hat hier genug Brötchen dabei. Muss hier aber warten, weil da noch einer unterwegs ist. Okay, was ist das für eine Linie? Wie lang ist die? Ja, man sieht, eine gewisse Länge haben wir hier an Strecke. Ach, genau, das ist hier über die Brücke rüber, wo wir natürlich noch weitere Strecken bzw. andere Linien haben. Da kommt schon einer entgegen. Das ist aber definitiv kein Nahrungszug. Ja, ist eine ordentliche Strecke mit einem Zug. Ich würde sagen, wir müssten hier wahrscheinlich weitere Wagen haben. Allerdings, dafür müssen wir hier auch die Lieferungen haben. Wir schauen mal. 35 Brötchen, 36. Er kann transportieren. 48. Ja, aber ob das der Grund ist, dass er Minus macht? Jetzt mal gucken, wenn er die Brötchen ablädt hier. Ja, ist er wieder ins Plus gerutscht. Allerdings, relativ, ja, doch, wollte gerade sagen, relativ schnell wieder im Minus. Ja, das ist auch so. Wir werden ihm hier mal einen Wagen dazu tun. In der Hoffnung, ja, dass er das stemmen kann. Das werden wir gleich sehen. Ausgezeichnet, ja, ja, der erträgt oder verträgt tatsächlich noch mal ein paar Wagen. Da schauen wir mal schnell. Cargo, das müssten, ja, Moment, die hier waren es, glaube ich. Jawohl, wir können ja die Persil-Variante nehmen. Die kostet, nehme ich an, gleich viel und hat hier auch die gleichen, ja, ja. Machen wir davon mal zwei Stück dazu, denkste. Da kommen noch mal neue Fahrzeuge. Ja, noch mal Lokomotiven, wow. Oh, das ist natürlich etwas, das könnten wir so für Regio-Verbindungen relativ gut gebrauchen. 3,7 Millionen, okay. Ich war aber beim Thema Wagenkauf. Ich hätte gerne nochmal so einen Persil-Wagen. Da sind wir noch bei gut. Können wir uns leisten, wir haben 11 Millionen. Zack, okay, mal gucken, ob das hilft. Schön wär's. Also, ansonsten, ja, zu den Erzen wollte ich. Genau. Wir könnten ja mal gucken. Nee, das wäre natürlich... Jetzt noch schauen, dass wir den Stahl wegkriegen, der sozusagen produziert wird aus diesen Erzen, die hier zu wenig ankommen. Das würde nur heißen, dass wir natürlich noch mehr Erze kriegen. Ja gut, das wäre auch so schlecht nicht, das ist auch wahr. Wie sieht es hier aus? Da sehe ich ein bisschen viel Getreide rumliegen. Jawohl, und zwar massiv.
Bist du der Getreidezug? Jawohl, sehr schön. Wie sieht's denn bei dir genau aus? Da haben wir ein Fahrzeug mit 7 Wagen. Da sind wir schon bei mittelmäßig. Der macht aber Gewinn, nehme ich an. Kann ich dich nochmal kurz haben? Jawohl, der macht definitiv Gewinn. Ein zweiter Zug wäre hier fällig. Kapazität 126 haben wir. Ja, ja, da wäre ein zweiter Zug fällig. Können wir den? Mein Spiel rennt schon wieder davon. Moment. Das ist auch irgendwie interessant. Passiert immer häufiger, dass ich das Spiel nicht mehr anhalten kann. Also in der Bewegung so nach vorne. Ja, guck nochmal. Die Linie. Wenn ich sie erwische. Okay, hier lang. Dann hier hin. Das ist jetzt nicht so weit. Aber ein zweiter Zug würde hier definitiv Sinn machen. Können wir dich bezahlen? Ich wollte gerade sagen, ist da schon ein zweiter Zug drin? Nö. Hätte mich gewundert, wenn wir hier nur einen haben. Ja, wir schauen ganz einfach mal. Fahrzeug verwalten. Wir haben 25 Millionen. Das müsste eigentlich klappen. Zack, das klappt auch. Jetzt haben wir noch 10 Millionen. Sehr gut. Dann kriegen wir hier das Getreide dort hinten weg. Und hier gibt es dann natürlich dann entsprechend mehr Brötchen. Weil das ist ja genau die Linie, die wir vorher, glaube ich, verstärkt haben, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, die, welche hier über die Brücke rüberführt. Da kommt er angeschossen. Ne, das ist wieder ein anderer. Was machst du? Das müsste Baumaterial sein. Es ist halt in dem Tempo. Ja, Baumaterial, aber auch, guck mal, voll. Genau, auch gleich mal gucken. Wie sieht's denn hier aus? Beim Bahnhof. 86. Ja gut, das ist in Ordnung. Das können wir, glaube ich, so laufen lassen. Gut. Wir sind jetzt natürlich auch schnell unterwegs. Man sieht, wir sind schon im Jahr 2000. Aber dafür, man sieht auch, wenn wir nicht bauen oder irgendwie Züge kaufen, dann sind wir hier tatsächlich im Plus. Gut, dann können wir nämlich wieder zurückzahlen. So, weil es ist schon klar, ich sage immer, es läuft relativ gut, aber wir haben hier natürlich einen riesen Batzen, den wir zurückbezahlen müssen. Das ist klar, das kriegen wir sozusagen nur gewuppt mit der Zeit. Also wenn die Zeit für uns arbeitet. Aber ich suche eigentlich meinen Erzkollegen, wo war der denn gleich nochmal? Da, den findet man relativ easy, weil hier einfach eben tonnenweise Erze rumliegen. Oh, nochmal irgendwie so Regio-Teile. Ja, noch die Cobra, genau. Straßenbahn hier. Schön. Kriegen wir ganz viele neue Sachen. Steuerwagen, ICE. So. Aber eben, Thema wäre das hier. Das ist nämlich jenseits von Gut und Böse. Ja, auch hier halt wirklich einen zweiten Zug. Jetzt habe ich halt gerade wieder Geld zurückgezahlt. Oder eben die Idee, die wir ja auch hatten. Aber das erkläre ich gerne nochmal kurz. Dass wir einfach eine Extra-Linie machen. Die von hier nach da fährt und die Erze zum Stahlwerk bringt. Das Problem ist, das ist dann eine andere Linie. Das heißt, je nachdem, wenn wir Pech haben, kriegt nur die Linie hier die vielen Erze. Und die neue Linie, die sozusagen direkt fahren würde, die kriegt dann einfach keine oder fast keine Erze. Also wir müssen mit der Linie arbeiten. Und da, finde ich, ist es einfach klar, da brauchen wir einen zweiten Zug. Deswegen, wir schnappen uns ein Gleis. Ich lasse das Tempo aber mal so, wie wir es haben. Dass wir hier wieder Ausweichstrecken schaffen. So, weil mit dem Tempo haben wir einfach den Effekt, dass wir schneller wieder an Geld rankommen. Man sieht es hier unten. So, das wäre mal Teil 1. Dann würde ich sogar hier Teil 2 machen. Ist ja jetzt nicht so, dass das Unsummen kostet, aber es kostet natürlich. Das geht nicht. Machen wir hier an, müsste eigentlich gehen. Jawohl, dann kommen natürlich die Signale nachher gleich noch. Die Brücke würde ich auslassen, ganz einfach, weil sie teuer ist. Wenn wir das zweigleisig machen. Na? Jawohl, wunderbar. Bitte unauffällig folgen. So. Ja, machen wir hier das Ganze so. Und dann machen wir hier nochmal einen Happen. Da vorne ist der Bahnhof, aber hier gibt es nochmal einen kurzen Ausweich. So, man könnte es auch durchgehend zweigleisig machen, ist mir klar. Lassen wir jetzt aber. So, zack, Signal. Rechts, jawohl. Wo fängt das Ganze an mit zweigleisig? Irgendwie ist es halt, es wird halt extrem, ich weiß auch nicht, hektisch, wenn wir das Tempo so hoch haben. Aber eben, wir machen das jetzt einfach mal, während wir bauen. Da spielt es ja eigentlich keine Rolle. Aber sobald wir natürlich irgendwas machen, wo wir gucken, dann gehen wir mit dem Tempo schnurstracks wieder runter. Was zum Geier ist das hier? Was habe ich denn hier gebaut? Moment, Pause. War das schon immer so mit diesem Schlacks hier? Das ist ja ganz interessant. Okay, wir entschlacksen das mal. Also, das kommt weg. Können wir eigentlich lassen, das würde ja halbwegs stimmen, Gleis. Ja, aber es raubt uns ja massiv Tempo. Moment, nehmen wir auch nochmal weg. Weil, wie gesagt, das kostet uns nichts.
So, irgendwie hier eine Kurve. Ja, 160, jetzt gefällt es mir. So, und hier gehen wir wieder rein. Beziehungsweise wir gehen hier raus, das ist einfacher. Schnappen uns wieder ein Signalchen. Passen müsste, ja, die Fehlermeldung ist weg. Dann gibt das hier ein Signal. Hier eins. Dann hier vorne. Und hier eins. Dann geht es in den Bahnhof rein. Im Prinzip kann ich hier wieder zack diesen hier, weil sonst bringt das natürlich nichts, wenn ich hier zwar auf schnellem Tempo bin, aber irgendwie das Spiel pausiert ist, das ist natürlich nicht die Idee. So, können wir hier mal noch einen Block machen? Jawohl. Da vorne ist wieder Feierabend. Ja, ich würde sagen, wir machen hier noch mal einen Block. Gut, und dann haben wir, glaube ich, noch einen Abschnitt. Jawohl, hier vorne. Zack, einmal so, einmal so. Und einmal diesen und einmal so. Und dann passt das. Dann haben wir das zweigleisig. Können wir auch kontrollieren. Jawohl, funktioniert. Was haben wir? 15 Millionen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um den Zug zu klonen. Das werden wir gleich sehen. Nein, hätte mich auch gewundert. Okay. Dann werden wir mal schnell schauen. Dann gehen wir halt wieder leihen. Wir haben gerade zurückbezahlt. Dann können wir auch wieder leihen. Aha. Sag mal, wie teuer ist das Teil? Gibt's ja nicht. Okay, gut. Wir leihen nochmal. Nochmal 6, 7 Millionen dazu. Und einmal Knöpfchen drücken. Ja, jetzt hat's geklappt. Gut, dann haben wir hier noch 1,4 Millionen. So, das müsste eigentlich helfen. Ich würde sogar sagen, wir müssten relativ schnell wahrscheinlich sogar einen dritten Zug. Warum liegen jetzt hier Baumaterialien? Sag mal. Echt jetzt? Wollt ihr die nicht mehr mitnehmen? Wahrscheinlich, damit er mehr Erz mitnehmen kann. Ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Also, das Baumaterial muss ja nicht hier hin, um Gottes Willen. Sondern, das muss in die Stadt da vorne. Beziehungsweise, Moment, jetzt muss ich selber schnell gucken. Was war denn die Idee? Genau, dass das hier abgeliefert wird. Sehe ich das soweit richtig? Jawohl, und dann mit den LKWs hier rein. Das ist jetzt echt nicht schlecht. Wahrscheinlich wirklich, dass der Zug merkt, oder die KI merkt, dass hier eigentlich viel dringender wäre, dass man die Erze wegkriegt. Dann werden dort die Baumaterialien zwischengelagert. Gut, das können wir natürlich dahingehend beeinflussen. Die bleiben jetzt mal liegen. Brauche mal den Zug, damit ich hier die Linie kriege. Wir können, ich muss aber selber schnell gucken, wie das genau geht bei der Linie. Linie verwalten. Können wir dir doch sagen, was du wo genau machen sollst? In Mücke abladen. Und hier sollst du nur Erz aufnehmen. Da gibt es nochmal ein Tütüt. Mhm, nochmal schöne Lokomotiven. Also, das wäre hier Großmühlingen Süd. Hier wäre die Idee, dass du im Prinzip nur Erze auflädst und nichts entlädst. Das ist soweit richtig. Also können wir das hier so machen. Das machen wir auch so und nehmen hier die Erze. Müsste eine stimmen. Er fährt hier hin, lädt Erze auf und Baumaterial lädt er nicht ab. So, gut, das hätten wir. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, aber eben, wir wollen natürlich die Baumaterialien trotzdem hier hinkriegen. Wie sieht es hier aus mit den LKWs? Ja, da ist Kollege LKW Port wieder ein bisschen zu klein, so wie es aussieht. Kriegt er hier nochmal so ein Teil hinten ran. Machen wir gleich mal zwei. Okay. Und sonst LKWs haben wir, glaube ich, genug, würde ich behaupten. Ja, 26 Einheiten. Hier haben wir eine Kapazität von 27. Das ist aber eigentlich ein anderer. Der holt oder bringt hier natürlich Dingens. Sind das die Baumaterialteile? Ne, wo haben wir denn hier die Baumaterial-LKWs? Also die müssen wir schon haben. Oder fahren die hier gar nicht? Baumaterial, wo geht das hin? Hier nach Mücke rein. Hier ist der LKW-Port. Ich sehe hier keine Baumaterial-LKWs. Moment, habe ich die irgendwie gekappt? Nein, das kann eigentlich auch nicht sein. Wir machen mal die Linie. La Auge. Da, Baumaterial-Mücke. Da hätten wir es doch schon. Die roten. Fahrzeuge, Baumaterial-Mücke. Da haben wir sie. Okay, Fahrzeug verwalten. Ach, ist natürlich auch nur ein Fahrzeug. Okay, klonen wir. Klonen wir. Machen wir drei Stück. So, dann kriegen wir hier die Baumaterialien auch in die Stadt rein. Kein Wunder, dass man das Fahrzeug nicht findet, wenn wir denn nur eines haben. So, wir gehen hier wieder auf Tempo. Zahlen hier gleich wieder zurück. Jawohl, würde ungefähr passen.
Das Ding fällt einfach auf. Also egal, wo man ist auf der Map. Man sieht einfach überall die Erze. Jetzt sehe ich aber hier hinten gerade noch. Eieiei. Okay, auch hier müssen wir nochmal was machen. Ganz klar, das ist logisch. Das kommt natürlich nach und nach. Wie sieht es mit dem Zug aus? Fahrzeug verwalten. Ein Zug. Ich glaube nicht, dass wir hier noch weitere Wagen dranhängen können. Das werden wir gleich sehen. Gut hätten wir. Okay, auch der wird geklont. Ganz klar, das heißt auch hier werden wir schnell schauen, wo wir zweigleisig arbeiten müssen. Gleis, ja, einfach überall dort, wo der durchfährt. Das ist eigentlich so schwierig nicht. So, bis hierhin. Okay, wäre die erste Ausweichmöglichkeit. Die Brücke würde ich sagen ganz klar nicht. Hier haben wir noch einen Bahnhof. Da fahren wir aber wahrscheinlich durch, nehme ich an. Ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, was die Linie macht, aber wichtig ist, dass sie hier oben Rohöl wegschafft. So, würde passen. Das müsste ein Rechtssignal gewesen sein. Jawohl, ein Rechtssignal vor allem. So, hier. Und hier. Und ja, hier gibt es noch ein kleines schickes Blöcklein. Einmal drehen. Den ganzen Spaß hier oben. Das lassen wir mal so, würde ich sagen. Gut, jetzt bräuchte ich den Zug nochmal. Fährt der irgendwie noch weiter? Was macht der denn genau? Ölzug. Okay, Rohöl. Ah, doch, der fährt noch weiter, nach hier hinten. Ah, ist eigentlich klar. Gut. Das ist, glaube ich, unser erster Zug gewesen. Kann das sein? Ja, ja, das war der erste Zug, den wir gemacht haben. Ja gut, umso wichtiger, dass wir jetzt hier dem ein bisschen unter die Arme greifen. Gewinn macht er, das ist fast klar. Der hat hier sogar, guck mal, schnelles Gleis gekriegt. Da waren wir noch spendabel damals, in den guten alten Zeiten. So, einmal so. Ja, nicht genau so, aber so ähnlich, wenn ich dich erwische. Ja, das möchte so nicht gehen. Okay, aber hier raus. Geht auch nicht. Gut. Wie sieht es aus, wenn ich hier reingehe? Besser. Zack, Signal. Ja, ich denke, da reicht. Ja, nee, da können wir hier nochmal einen Block machen. Passt. Wie sieht es mit dir aus? Wir haben 13 Millionen. Und wir haben schon wieder neue Züge. ÖBB Cat hier zum Beispiel. Sehr schön. Dann nochmal die. Den Kollegen, den hatten wir doch eigentlich schon. Den müssen wir ja wieder ausmustern. Gut, wie sieht's aus? Kann ich dich klonen? Jawohl. Passt. Wo haben wir denn das Depot? Hier oben. Da kommt er auch schon raus. Ich mache jetzt nochmal kurz langsamer. Wie gesagt, das ist einfach kein Bild. Beim Kesselwagen, die brauchen Zeit. Die brauchen Zeit und die brauchen Muße, damit man das wirklich auch genießen kann. Ach, es ist einfach ein schönes Spiel. Sagt gerne immer wieder. Muss es jetzt so sein, dass der andere wartet? Eigentlich nicht. Was haben wir hier? 46 Einheiten. Was macht eigentlich der Zug genau? Ich weiß es nicht mehr, muss ich gestehen. Liefert der hier irgendwas ab? Doch, das ist ein Güterbahnhof. Ja, der liefert da den Treibstoff ab. Genau. Wenn er jetzt hier kommt, er wird wahrscheinlich warten müssen, befürchte ich. Naja, das ist genau, das ist die andere Linie, wo ich lange überlegt habe, ob wir die überhaupt machen sollen. Dass wir da oben noch Rohöl holen. Und jetzt sieht man, das war so eine schlechte Idee nicht. Das Problem ist hier fast eher, dass wir da tatsächlich nicht alles wegkriegen. Vielleicht noch einen dritten Zug, aber ich würde ein Momentchen warten. Weil, ja, die werden jetzt auch sicher Geld verdienen. Auch wenn er hier ein Momentchen Geduld haben muss. Ja, das wird sich verteilen. Also das wird jetzt nicht jedes Mal so sein, dass der wahrscheinlich hier wartet, sondern das wird sich entsprechend verteilen. Je nachdem, was er hier auflädt an den Bahnhöfen, ja, so lang geht es dann eben oder eben nicht. Also sprich, die haben auch unterschiedliche Ladezeiten, wenn sie an unterschiedlichen Bahnhöfen sind. Und eine Kapazität haben wir hier von, ja, mit dem Platzhalter zusammen. Da wurde ich mal noch gerügt in den Kommentaren, dass ich immer die Platzhalter vergesse. Das stimmt nicht, die rechne ich schon auch irgendwie ein. Aber ich weiß halt nicht, ob das 1:1 übernommen werden kann. Das wären dann ja hier, wenn man hier guckt, 90 Einheiten, wenn ich richtig rechne. Aber brauchen wir hier wirklich gleich viel Platz? Ja, wir werden es sehen. Beziehungsweise, ja, wir werden es sehen. Doch, doch, das war jetzt auch nicht so falsch. Ja, 300 Einheiten. Wow. Cool. Wie sieht es beim Erz aus? Also hier haben wir jetzt dafür gesorgt, dass da ein bisschen Besserung eintritt. Oh la la. Ich schnappe hier mal den. Auch hier verlängern nochmal. Man sieht, das tut Not.
Wow, bis wohin können wir das denn ziehen? Es bringt halt nichts daneben. Das ist dann eine neue Linie. Neues Terminal. Also ich kann nur das hier tatsächlich verlängern. Soll ich nochmal? Oh, geht gar nicht. Oh, hier ist Feierabend mit verlängern. Okay, ins Unermessliche raus verlängern kann man dann doch nicht. Ist auch eher ungewöhnlich. Jetzt so lang und zu wenig breit? Ja, gut. Seid ihr hier zuständig? Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Gut, das geht nach da hinten. Ja, dann werden wir euch hier mal noch ersetzen, weil ihr seid sicher auch eher aus einer früheren Zeit. Ist zwar schade. Das sind halt schon auch sehr schöne Fahrzeuge, finde ich. Aber ja, jetzt ist Zeit, dass wir hier mal ein bisschen moderner werden. So, Fahrzeug verwalten. Schnappen wir uns gleich mal alle. Weil hier liegt eigentlich genug rum. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Cargo-Lastwagen für Holz. Da hätten wir sogar was Neues. Kostet aber gleich 1 Million. Hat dafür eine Kapazität von 40. Ja, das ist einiges mehr. Ich würde tatsächlich sowas nehmen hier. Ja, nehmen wir den Rungenaufleger. Das sind sehr schöne LKWs. Ich glaube, das sind neue Mods, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, machen wir. Können wir das? 15 Millionen. Müsste klappen. Es rechnet, glaube ich, noch. Nee. Moment. Hä? Jetzt bin ich hier... Bin ich verrutscht? Nein, Moment. Ich möchte die hier. Zack. Jetzt, was habe ich denn jetzt wieder geklickt? Egal, wir konnten uns das locker leisten. So, jetzt möchte ich aber die LKWs auch noch sehen. Jawohl. Ja, das müsste tatsächlich eine neue Mod sein. Und cool, definitiv. Guck mal hier mit Lichtern auf der Seite noch. Sehr schön. Mit von wegen bitte links überholen, rechts überholen verboten. Haben wir eine Kamera drin? Ja, müssen wir selber machen. Wow. Das ist aber schon ein relativ schönes Teil, also... Gar keine Frage. Und vor allem, der kann natürlich jetzt auch entsprechend wirklich auch Holz transportieren. So, das wäre sozusagen Führerstandsfahrt. Schön gemacht hier drin, das muss man auch sagen. Hier noch mit irgendwie einem Radio oder irgendwie so ein Routenplaner-Teil mit Uhr. Sogar mit Gradangabe, damit man weiß, ob das okay ist fürs Holz. Tacho sowieso. Ja, cool gemacht. Hat wirklich gerade ein bisschen was von LKW fahren. Ich würde auch gerne hier mal noch... das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Die Hörner. Die müsste man noch betätigen können manuell. Das wäre noch schön. So, gehen wir mal hier hinten rauf. Wir sehen, wir haben 40 Baumstämme dabei. Ja, da bin ich auch sicher, dass diese Linie relativ schnell Gewinn macht. Gut, wir gehen hier nochmal raus, weil diese Baumstämme, die kommen ja irgendwo hin, nämlich hier hinten hin. Und wenn wir hier so viele Baumstämme dann anliefern, müssen wir gucken, was wir hier genau machen. Aha, Bretterwerkzeugfabrik. Mal schauen, das ist der Zug hier. Ja, ist eine ordentliche Strecke. Und da hinten haben wir dann natürlich am Schluss dann die Werkzeuge, das ist auch klar. Also, wir haben hier folgendes, 111. Und hier eine Kapazität 78. Ihr ahnt es, ja? Das wäre auch schon wieder was für einen zweiten Zug, ganz klar. Oder wir schauen mal, wie sieht es bei dir aus? Wenn wir hier nochmal was ranhängen, da sind wir noch bei Status gut sozusagen. Was sind das für welche? Die müssen weiter oben sein. Die hier müssen das sein. 13 bei 900.000. Können wir hier nicht irgendwie sowas noch nehmen? 2 Millionen, da haben wir aber eine Kapazität von 20. Wisst ihr was, wir rüsten hier mal komplett um. So, dann sind wir bei... 16 Millionen, das können wir nicht ganz bezahlen. Kapazität 100. Machen wir noch einen dazu. Hier ist noch gut. Jetzt wird es mittelmäßig. Ich nehme den wieder weg. Mir ist wohler, wenn hier der Status gut ist. Jetzt brauchen wir, ihr ahnt es. Hier aber echt nochmal Geld. So, okay. Und jetzt habe ich den Zug nicht mehr. Ich bräuchte ihn nochmal. Jawohl, ändern wir. Schlurz, bestens. Das ist dann doch schon ein anderes Bild und vor allem... Der kann jetzt natürlich auch mehr transportieren. Aber ich denke, über kurz oder lang wird auch der nochmal einen Kollegen kriegen. Es geht nun mal einfach nicht anders. Wir müssen die Strecken ausbauen, wir müssen sie modernisieren. Wie sieht es jetzt hier hinten aus beim Werkzeug? Das ist auch jenseits von Gut und Böse fast schon. Hier nochmal, nicht einen Straßenzugang, sondern so ein Teil hinten ran. Sehr gut. Und dann gucken wir, das wird eine Aufgabe der LKWs sein, nehme ich mal stark an. Aha, hier rein. Okay. 72 Einheiten. Ich gehe mal davon aus,
Wir haben hier wahrscheinlich nur ein Fahrzeug, sehe ich das richtig? Zwei. Machen wir hier vier draus, dann kriegen wir das mit der Zeit auch gewuppt. Gut, wir kriegen das schon gewuppt, wo wir es doch gerade vom Wuppen haben. Hier haben wir Brötchen. Da hat es auch zugeschlagen, das Ganze. Machen wir hier auch nochmal ganz kurz den hier. So, Plattform verlängern. Sauber. Dann schnell gucken, ist auch eine LKW-Linie. Da haben wir eigentlich vier Stück. Das geht hier lang, hier rüber. Ja, das ist natürlich eine weite Strecke. Ne, das ist aber die Getreidelinie. Food Now Ort, okay. Habe ich die irgendwie falsch benannt, die Linie? Die geht doch hier hin. Das ist doch ganz klar eine Getreidelinie, würde ich sagen. Die ich jetzt hier verbessert habe. Da müsste ich aber hier hinten gucken, ob das Sinn macht. Ach nee, das geht ja noch weiter. Ach du Grüne, okay. Oh, das ist eine ewige Strecke. Hier haben wir Now Ort. Wow, ja gut, da brauchen wir definitiv mehr LKWs. Und vor allem, je nachdem, vielleicht sogar noch ein bisschen schnellere. Das ist ja eine Riesenstrecke. Ach, genau, das ist halt diese kleine Stadt hier hinten. Ja, da kann ich mich auch noch erinnern, als wir diese Linie gemacht haben. Alles klar. Da haben wir halt klein angefangen. Wir werden das auch mal noch ändern. Nein, das wollte ich ja nicht. Verkaufen wir wieder. Kostet uns ja nichts. Jetzt haben wir natürlich neue Fahrzeuge gekauft. Ist aber auch nicht so ein Drama. Ich möchte nicht ersetzen. Ich möchte auch nicht klonen. Doch, ersetzen wollte ich, genau. Jetzt mit irgendwas, was ein bisschen mehr Tempo hat. Und Nahrung transportieren kann. Das sehe ich schon soweit richtig. Jawohl, hier Brötchen. Das sind auch neue LKWs. Guck mal, was kosten die? 3 Millionen? Echt jetzt? Eine Kapazität von 120. Das würde bald reichen, hier einen einzelnen LKW dahin zu schicken. Nee, das ist mir zu kostenintensiv. 100 km/h bei 700.000. Ich würde die hier nehmen, diese Volvo-Teile. Sollen wir vier Stück machen? Ja, wir machen mal. Zack, und einen werde ich aber wieder verkaufen. Drei müssen hier reichen, denke ich. Jawohl, weg mit dir, dankeschön. Wo haben wir dich? Ich würde dich gerne sehen. Da ist keiner. Ja, jetzt eben, die Strecke ist natürlich ewig lang. Jetzt habe ich natürlich nur noch drei Fahrzeuge. Die Kapazität ist einfach größer. Das wäre schon eine Strecke, da brauche ich nur definitiv ein paar LKWs mehr. Vor allem, es sind so wenige, dass ich sie nicht mal sehe. Das gibt's doch nicht. Moment. Die kriegen wir schon noch gewuppt. Hier ist Now Ort. Hätte ich mal vorher geguckt. Das ist er auch nicht. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Beziehungsweise man könnte es natürlich viel einfacher lösen, wenn ich hier nicht mit Stahl arbeite. Beziehungsweise das einblende. Dann hier vorne nochmal schnell die Linie nehme. So, das hier war sie. Oder wir machen halt den hier, dann sehen wir gar nichts. Food, Food, Food. Okay, war auch keine gute Idee. Da sehe ich Kollege Food auch nicht. Naja, die LKWs, die haben wir schon. Wir haben jetzt nicht die teuren genommen, wir haben die anderen genommen. Also von daher funktioniert schon. Ich sehe hier halt aus dem Augenwinkel überall schon wieder Sachen, die wir verbessern müssen. Hier die Regiolinie. Das ist der Zug hier. Das sind schon zwei. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns dann morgen an. Wir werden jetzt hier halt tatsächlich laufend Verbesserungen machen müssen, dahingehend, dass wir zweigleisig bauen, die Züge ausbauen, also von der Länge her natürlich, oder vielleicht dann eben gegebenenfalls auch mal ersetzen. Jo, nochmal neue Lokomotiven, wunderbar. Und da wäre er hier halt dann wahrscheinlich etwa der nächste Kandidat, der hier zum Zuge kommt. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Dann gibt es hier weitere neue Züge und vor allem auch längere und mehr Gleise. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.